Wir sind wieder zurück bei Let's Test Battlefield 4 Beta und jetzt zocken wir eine Runde Conquest Large, immer noch auf der Map Siege of Shanghai. Und ich würde mal sagen, wir joinen gerade mal hier bei unserem Kollegen und hier gibt es eine Reihe von Fahrzeugen, die wir uns jetzt schnappen können. Wäre ich jetzt ober der Pro, könnte ich euch jetzt irgendwelche Details zu den ganzen Fahrzeugen erzählen, was Neues an ihnen, was Altes an ihnen, was es früher schon gab, was es vorher nicht gab. Die Karre gab es vorher auf jeden Fall nicht mehr, denn die ist jetzt kaputt. Kann ich euch aber leider nicht erzählen, weil ich bin nicht der oberste Battlefield-Crack. Das solltet ihr aber wissen. Also wer... Oh, ich habe ein Vehikel gehittet. Cool. Hammer. Oh, da rennt einer. Hol ihn dir. Ja! Wie kann man denn besser eine Runde beginnen als so? Oder so? Alter. Was ist denn heute los? Oh, guck mal hier. Alter, ich werde beschossen, ich werde beschossen, ich werde beschossen. Hilfe. Und wo? Nein! Mit einem RPG, der kleine Drecksack. Naja. So, joinen wir einfach mal bei unserem Teammate. Haben wir noch eine andere Waffe vielleicht? Hier ist übrigens das Waffenmenü. Wir können auch Weapons customizen. Also das heißt, wir können den Waffen irgendwelche besonderen Zusätze noch kaufen und so weiter und so fort. Habe ich mich noch nicht reingefuchst. Muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich, glaube ich, erst im Hauptspiel dann. Jetzt so im Moment muss ich... Nein, 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 nein. Im Moment muss ich sagen, ist mir das alles noch ziemlich scheißegal. Was man da so machen kann, weil, wie gesagt, Beta und so, da zockt man einfach eine Runde drauf los. Hier ist ein Helikopter über uns. Hallo. Alter, wie viele sind das denn? Also ich muss sagen, ich habe mich gerade ein bisschen alleingelassen gefühlt. Wo haben wir denn... Alter, was sind das für eine... Was sind das hier für eine Team-Dings hier? Oh, guck mal, Helikopter. Hey. Ich bin der beste Helikopterflugmeister der Welt. Ich werde jetzt bestimmt gleich von einem anderen Helikopter-Spieler abgeschossen. Ich kann gar nicht schießen. Na, ganz toll. Super, das ist ein Transporthelikopter. Na, ganz geil. Da freue ich mich jetzt aber. Wo ist denn hier der... Wo ist denn das eine Hochhaus da, wo einstürzt? Ist das schon... Oh, das ist schon eingestürzt. Deshalb ist es ja auch so neblig. Alles klar. Sagen wir, fliegen wir... Wow! Mal zu unserem Kollegen da unten. Und springen einfach mal ab. Hui! So. Da können wir den Punkt da unten gerade mal mit einnehmen. Na, lass mich doch mal hier runter. So. Hallo. Mein Name ist Harald. Und ich komme aus Köln-Nippes. Ja, schönen guten Tag, Harald. Ja. So. Ist ein bisschen leer gerade, muss ich sagen, der Server. Ich nehme aber auch eine utopische Uhrzeit auf, wo andere Leute normalerweise schlafen gehen. Oh, guck mal, ein Bug. Wie viel haben wir denn gerade? Ich glaube, 16:45 oder so. Also, wie gesagt, normalerweise schläft man um die Uhrzeit. Und das tun scheinbar auch die ganzen Battlefield-Spieler. Weil sie wahrscheinlich total fertig sind vom GTA Online-Suchten. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Also, ich... Also, ne? Nicht fertig, aber ich denke mal. Also, ja. Huch! Guck mal da hinten. Ist das Ding kaputt? Schade. Ja, was meinen hier? Jetzt soll ich jetzt hier rüberspringen und dann da rüber schwimmen? Komm, wir schwimmen mal eine Runde. Sieht auch ein bisschen cooler aus mittlerweile. Gut, hier unten jetzt nicht unbedingt. Das hier ist übrigens der Ground Zero. Also, das passiert quasi, wenn, wenn hier, ne? Also, wenn das Hochhaus hier einstürzt. Haben wir jetzt leider nicht mitten in der Aufnahme drin. Heben wir uns einfach mal für das finale Game dann auf. Und es gibt ja so viele in den ganzen Maps, gibt es so viele... Es sind halt gescriptete Szenen, sag ich mal. Also das Hochhaus stürzt immer gleich ein. Aber da gibt es echt eine Menge von, auch im Hauptspiel dann quasi. Wenn da zum Beispiel irgendein Schiff ausgelöst werden kann, was auf eine Insel kracht, das hat man, glaube ich, im... Ist kein Feind, ne? Nee. Das hat man, glaube ich, im Gamescom-Trailer gesehen, wie dieses eine Schiff da auf die Insel drauf kracht und sowas. Das ist extrem geil auf jeden Fall. Und davon gibt es ja, wie gesagt, gleich mehrere Varianten, sag ich mal. Oder mehrere Scripting-Events halt von, was ich, wie gesagt, ziemlich, ziemlich cool finde. Weil sich die Maps halt auch immer verändern. Und es gibt ja bei manchen Maps sogar dynamischen Wetterwechsel und wartet da nicht alles gibt. Das ist total krass. Haben wir den? Nee, scheiße, der lebt noch. Scheiße, 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 scheiße. Nein, 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 nein. Lass mich, lass mich, lass mich. Komm. Ja, der ist tot. Sehr geil. Wir können einnehmen. Da kommt ein Squad-Member. Das ist sehr gut. He's coming to help us. Ich glaube, den Punkt haben wir. Solange jetzt...
keiner auf dem Dach spawnt oder so und uns hier jetzt hoch wegholt, dürften wir den Punkt haben. Der will noch nach Punkten geiern, schafft's aber nicht, weil seine Verbindung scheiße ist. Auf zu E, meine Freunde. Hilfe! Boah. Who the fuck? Lasst mich in Ruhe. Ich möchte doch noch nach Punkten geiern. Da. Da kommt gleich noch einer. Ich glaube, wir sind tot. Scheiße. Ah, da hätte ich jetzt einen wie den Dennis oder den Sascha oder gleich beide gebraucht. Das kommt halt echt... Also muss man echt sagen, bei Battlefield... kommt das mich da spawnen? Der stirbt doch. Bei Battlefield 4 kommt es noch mehr so ein bisschen auf das Squad-Spielen, sag ich mal, an. Es gibt ja auch den Commander-Modus, der seine Rückkehr feiert. Und da kommt es noch mehr auf das Team, sag ich mal, an. Was ich natürlich extrem cool finde. Ich glaube, das wird schon richtig... Wird richtig dufte dann. Wenn wir wieder Battlefield-Multiplayer zocken. Da freue ich mich richtig drauf. Ist auch so viele Multiplayer-Games im Moment, ne? GTA, Battlefield... Das neue Call of Duty kommt ja auch noch raus, also Call of Duty Ghosts. Ob ich da so viel zu machen werde, weiß ich nicht. Ich denke mal, wir werden eine kleine Videoserie werden wir schon machen. Aber ich denke jetzt nicht unbedingt ein Let's Play, so wie zu Battlefield. Ich werde mir Call of Duty Ghosts dies Jahr auf jeden Fall, glaube ich, mal für den PC holen. Und den haben wir auch. Das habe ich mir eigentlich bei Black Ops 2 schon vorgenommen gehabt, habe ich dann aber doch nicht gemacht. Weiß gar nicht warum. Ich hätte es mir jetzt mittlerweile mal gekauft, aber ganz ehrlich, 60 Euro, das ist ja krass. Dass die Games nie vom Preis runtergehen, also die Call of Duty Games. Aber das liegt halt einfach daran, dass die da echt immer mit Kohle machen können. Da kommt gleich einer. Zwei sogar. Einen haben wir. Noch einen. Und jetzt ist die Muni wieder leer. Scheiße! Ach, Kacke. 9 zu 3. Ja, das geht klar. Aber wir können mal unseren Kollegen hier spawnen, die gerade ein Panzerproblem haben. Ich spawn da mal und ich habe jetzt eine RPG in der Hand und vielleicht können wir da ja ein bisschen aushelfen. Hallo. Zack. Nein. Bam, ich habe ihn aber noch... Habe ich ihn nochmal getroffen oder habe ich... Ich habe daneben geschossen, nicht Bongo, Alter. Ah, fuck it. Scheiße, der macht unser Squad kaputt. Ist schon kaputt? Oder kann ich da noch spawnen? Da kommt noch einer. Der kommt perfekt. Ist der Panzer noch da vorne? Und hier ist es jetzt natürlich so neblig, weil natürlich der, weil natürlich das Hochhaus eingestürzt ist und dadurch verändert sich halt, wie gesagt, auch die komplette Karte und das finde ich halt echt extrem geil. Ne, ihr seht ja, wie neblig das hier ist. Jetzt muss ich mal gucken, ist hier noch der Panzer irgendwo oder können wir hier den Punkt wieder einnehmen? Ich weiß gar nicht. Sind hier noch irgendwelche Schergen? Sieht nicht so aus, ne? Ist hier irgendwo ein Helikopter? Ja, ich duck mich lieber. Ich höre einen Helikopter. Ist der von... Ach, ich glaube, der ist von uns. Ist das der da hinten? Da hinten ist ein feindlicher. Hier ist unserer. Okay. Na, das geht ja dann. Dann ist ja alles J. Ne? J ist dann. Dann ist ein... Kriegen wir den? Boah. Hui, die Witzka! Hallo! 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 Nein, 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 nein. Scheiße! Fuck it. Boah, ich hab grad schon wieder voll übersteuert. Tut mir leid. Ich muss mein Headset mal ein bisschen... Aber mein Headset, sag ich schon, mein Mikrofon mal ein bisschen leiser stellen, wenn ich Battlefield spiele. Ich übersteuere da immer so extrem. Tut mir leid. Ne, das ist keine Absicht. Ich muss einen Point choosen. Wie wär's denn mit dem Panzer? Nicht? Ist das wieder... Das ist wieder ein Transportheli. Ne, den will doch kein Mensch. Ah, komm, fahren wir auch nochmal Panzer. Zum Schluss. Ist eh gleich vorbei. War das ein bisschen kürzeres Video. Aber das ist natürlich auch nicht so schlimm. Waren ja nur zwei kleine Testvideos zur Beta, ne? Seht das nicht so eng? Das muss vollkommen ausreichen. Ich muss sagen, ich zock so Betas auch ehrlich gesagt nie so wirklich lange. Ey! Lass mich mal in Ruhe jetzt. Komm, ich steig hier aus und mach hier nochmal ein bisschen Action. Hallo. Na, hast du mit mir gerechnet, ne? Wow. Ach, fuck it. Scheiße. Hätte ja fast geklappt, ne? Jetzt haben wir ein 11 zu 6. Ja, gut. Also,
Ne? Komm, lass mich nochmal joinen hier. Let me join, let me join, let me begin. Hallo. Hast du ihn? Sehr schön. Schöne Dingen. Guck mal da hinten, dass sie da stehen sind, fühlen sich sicher, ne? Nein, 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 nein. Leute, Leute, Leute. Kennt ihr das? Oh, halt! Stehen geblieben! Nice one. Den haben wir uns nochmal geholt. Vielleicht kriegen wir den Punkt sogar noch. Das wäre ja super. Schaffen wir das? Ja, das schaffen wir noch. Locker. Locker, locker, locker. Hilfe! I'm being shotted. So, von dem alten Penner da oben. Hier, komm, friss mal meine Granate. Komm, wir gehen da nochmal hoch. Lalalala, lalala. Boah, das war richtig schlecht gezielt gerade. Aber er ist noch tot und da ist die Runde auch schon vorbei. Ja, wie gesagt, war ein bisschen kürzere Runde. 10 Minuten, aber ich denke, es hat gereicht, um euch so einen kleinen Einblick in Battlefield 4 zu geben. Es waren, wie gesagt, nur so zwei kleine Testvideos. Und, ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns dann im Hauptspiel, das am, ich glaube, 31. Oktober auf den Markt kommt. Und wir werden dann natürlich, sobald die Server dann auch stabil laufen oder sobald die Server überhaupt laufen, ich weiß nicht, wie das sein wird, ich denke, sie werden sehr überfüllt sein, weil dann der GTA-Hype auch so ein bisschen rum ist, werden wir natürlich ein paar Videos aufnehmen und dann auch raushauen. Wenn ich sage wir, meine ich natürlich Mafuyo und ich glaube, der gute Sarazar hat auch gesagt, dass er mal mit dabei ist, also mit von der Partie. Da würde ich einfach mal sagen, schreibt eure Meinungen doch zu Battlefield 4, zur Beta, wenn ihr sie gezockt habt, mal in die Kommentare und ich verbleibe dann einfach mal mit schönen Grüßen und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Test wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss und haut rein!